Hallo Leute, willkommen hier, mitten aus der Natur. Ja, im letzten Video habe ich euch ein bisschen motiviert und das Thema Stealth Camping angesprochen. Und ja, ich möchte euch natürlich nicht im Unklaren darüber lassen, weil sich vielleicht der ein oder andere doch gefragt hat, was habe ich denn da für eine Ausrüstung hergenommen? Ja, was ist das da für ein Aufbau? Was ist das für ein Zelt? Was ist das für ein Tarp? Und ja, in dem Video möchte ich einfach mal ganz kurz auf diese zwei Dinge eingehen und euch das näher vorstellen. Ja, ich befinde mich also jetzt hier im Eingangsbereich dieses Einmannzeltes. Das ist so eine Art Tunnelzelt. Und ja, hier ist also diese Öffnung. Die Öffnung vorne an der Front hat für mich den Vorteil, dass ich auch hier einmal reinliegen kann und rausschauen kann, etwas die Natur beobachte. Und es ist von der Länge so lang, dass ich mich da locker reinlegen kann und Gepäck auch noch mit hineinnehmen kann, falls es mal regnen sollte. Hier vorne ist auch so eine Art Moskitonetz und eine Tür. Ich möchte jetzt nicht so genau auf die technischen Details dieses Zeltes eingehen. Ihr findet unten in der Infobox, findet ihr Links, die zu einem Video hinführen oder zu zwei Videos, wo das Zelt ganz genau beschrieben wird, vom Zelthering bis zu den Seilen. Da wird alles haargenau erklärt. Ich möchte euch jetzt einfach hier so den groben Aufbau vermitteln, ja, wie in Kombination mit diesem Tarp hier man sich einen wunderbaren Aufbau hier machen kann und dann, ja, mit dem, weil es auch ein geringes Gepäck ist. Ihr seht hier neben mir diesen Rucksack, das ist jetzt ein 28 Liter Rucksack von VD und da habe ich alles locker reinbekommen, ja, dass man mit so einem kleinen Setup eben wunderbar als Trekker unterwegs sein kann. Der Rucksack ist rot, ich decke den gerne mit meinem Schemack ab, dann ist das alles wieder getarnt. Ja, das hier ist jetzt so eine Art Wetterschutzaufbau, denn dieses Bascha, das ist ein Bascha von Miltex, so ein einfaches Bascha mit Schlaufen, das lässt sich leicht abspannen und ist sehr klein zu verstauen. Und mit diesem Aufbau habe ich also hier meinen trockenen Schlafplatz und ich habe hier im Vorraum einen wunderbaren Platz, wo ich sitzen kann, wo ich mir hier was kochen kann, wo ich wieder die Natur beobachten kann. Und es könnte auch jetzt etwas regnen, das würde mich überhaupt nicht stören. Ist also so in der Kombination Bascha, Einmannzelt, eine wunderbare Sache, ja, die, wie gesagt, vom Gewicht her es mir ermöglicht, dennoch Trekking zu machen, dennoch zu wandern, aber ich habe dennoch mein Zelt dabei und einen richtig festen Unterschlupf, wo ich mich wirklich zurückziehen kann, wo ich vor Insekten geschützt bin, wo ich vor Tieren geschützt bin, Mäuse etc. Ich kann mich da richtig hermetisch abriegeln, wenn ich das möchte, in diesem Zelt. Aber ich bin eher der Typ, der das nicht so möchte. Ich schlafe lieber offen. Und da ist das Schöne eben vorne, den Eingangsbereich, den kann ich offen lassen und kann da herausschauen. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal noch den Seitenaufbau ein bisschen an und das Zelt, wie es von hinten aussieht. Ja, das ist nämlich ganz interessant. Denn dieses Einmannzelt ist ja komplett in Flecktarn gehalten, wie man hier sehen kann. Und dieses Bascha ist auch in Flecktarn. Man verschmilzt richtig hier mit der Natur. Da muss ich jetzt gleichzeitig auch noch einen warnenden Hinweis geben, weil mir das einmal passiert ist und seitdem achte ich da sehr scharf drauf. Es ist manchmal nicht so vom Vorteil, wenn man hier draußen so stark getarnt ist, wenn man in der Nähe ist, wo gejagt wird. Denn einmal habe ich abends mein Zelt aufgebaut und am frühen Morgen krachte ein Schuss in direkter Nähe von mir. Es war am Hang aufgebaut, das Zelt. Ich war umringt von Bäumen, also dass die Kugel mich trifft, ist fast unmöglich gewesen. Ich habe abends mein Zelt im Wald aufgebaut, habe den Hochsitz in der Ferne nicht gesehen. Ja, und als ich schlief, kam der Jäger des frühen Morgens, ist an seinen Ansitz hoch und hat wahrscheinlich ein Tier erlegt. Ich habe es dann gehört und ja, ich stand senkrecht im Bett, das kann ich euch sagen. Und seitdem achte ich natürlich drauf. Hier in dem Wald, wo ich jetzt bin, da weiß ich hundertprozentig, dass hier nicht gejagt wird. Ich könnte also hier locker schlafen. Wenn ihr das machen würdet, wild, müsst ihr immer drauf aufpassen. Jetzt für einen Campingplatz ist das Zelt natürlich auch super oder für eine Trekkingtour, wo es solche Trekkinglager gibt. Gerade zum Beispiel Trekkingpfalz ist auch noch so ein super Tipp von mir. Ein klasse organisiertes Gebiet, wo es verschiedene Trekkinglager mitten im Wald gibt, wo es sogar erlaubt ist, Feuer zu machen. Trekkingpfalz ist der Link, trekkingpfalz.de, da könnt ihr mal schauen. Und ja, da ist es auf jeden Fall sicherer. Nur so als kleiner Hinweis, falls Fragen aufkommen,
es kann natürlich auch nachteilig sein, so getarnt zu sein. Ja, ich weiß, wie ich damit umzugehen habe und ja, finde das ganz toll in der Kombination. Ich laufe gerne eben getarnt rum und in der Kombi, wie gesagt, da verschmilzt man hier im Wald. Man sieht bei dem Zelt hier, dass es etwas hellerer Flecktarn ist. Hier der Flecktarn bei diesem Bascha ist wieder ein bisschen in der anderen Farbe. Ja, die Flecktarns unterscheiden sich natürlich, weil es sind natürlich alles Kopien. Das ist, ich weiß nicht, ob das Flecktarn rechtlich geschützt ist, was die Bundeswehr hat. Auf jeden Fall sieht Bundeswehr-Original-Flecktarn natürlich ein wenig anders da aus, aber es geht ja um die Tarnung und die Tarnung ist hier voll gegeben. Und ja, mir gefällt der Flecktarn auch besser als zum Beispiel Woodland oder ja, dieser amerikanische Tarn. Sieht mir ein bisschen zu, wie soll ich sagen, stark militärisch aus. Mit dem fühle ich mich dennoch recht wohl. Gut, dann machen wir nochmal einen kleinen Positionswechsel. Ja, schaut euch das mal an. Es ist ein wunderbarer Aufbau. Ich habe den heute zum ersten Mal so aufgebaut und finde ihn sehr schön. Es passt sich hier richtig der Landschaft an. Sieht irgendwie so urig aus, finde ich, so ja, richtig outdoor-mäßig. Einfach outdoor. Und ich würde am liebsten davon ein Bild machen und ein Poster und oder könnte mir dieses Bild jetzt auch hier, diese Szenerie gut in so einer Outdoor-Zeitschrift vorstellen. Und das ist immer so das, wo ich drauf achte. Dass es einfach so ja, nach Trekking, nach Outdoor, nach dem Leben hier draußen aussieht. Und ja, hier hinten kann man sehen, man kann das Zelt etwas abspannen. Es geht dann so leicht in die Höhe. Ja, eine feine Sache. So Leute, ich werde mir jetzt hier mit meinem Kochgeschirr eine leckere Erbsensuppe kochen. Werde, ja, wie gesagt, ich kann es immer nur wieder sagen, die Zeit hier draußen genießen, Energie tanken, Motivation tanken. Und dann geht es gleich wieder nach Hause. Ich habe schon lange keine Videos mehr gemacht. Und ja, werde schauen, dass ich jetzt die Videos bei YouTube reinknalle, sage ich mal, dass ich die fertig bekomme. Denn es ist bei mir immer so, wenn ich eine Weile keine Videos mache, da reichen schon 2 Wochen dazu. Da muss ich erstmal wieder reinkommen und mich ja daran gewöhnen, vor der Kamera zu sein. Und ja, die ganzen Abläufe wieder reinbekommen. Und ja, das waren für mich jetzt so die ersten beiden Videos und wie gesagt, ich habe es im letzten Video erwähnt, jetzt geht es los mit etwas längeren Touren wieder und darauf freue ich mich schon riesig. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen, dass ihr meine Zuschauer seid. Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüssle. Im heutigen Video geht es um das Thema Stealth. Stealth Camping. Und ja, habe meinen Rucksack hier mit meinem Schemack abgedeckt, damit das Rot nicht mehr durchkommt. Und schon bin ich bekleidungstechnisch hier in der Natur weitestgehend angepasst. Ich bin von weitem nicht mehr auffällig.